all dem, was ich hier gerade höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich finde das so grotesk, diese Geschichten. Und vor allen Dingen, was macht das bitte mit den Menschen? Die haben so schon so viel Schlimmes erlebt. Dann haben sie sich zurechtgefunden, haben einen schönen Ausbildungsbetrieb oder Betrieb gefunden und dann werden sie wieder weggeschickt. Das ist doch die Hölle, das kann doch nicht sein. Ja, dem gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also ich sage jetzt mal, das ist tatsächlich eine groteske Situation, die schwierig ist. Ich glaube, ich will jetzt keine Lanze für die Verwaltung brechen, aber wir haben natürlich dann auf der anderen Seite einfach Vorgaben, und wir versuchen hier vor Ort, sage ich jetzt auch, schon unser Bestmögliches, um die Dinge, ich sage es jetzt mal, erträglich oder handelbar zu machen. Ja, wir überlegen natürlich dann auch, was ist machbar, und wir haben tatsächlich aktuell, ich gucke jetzt gerade noch mal auf meine Zahlen, die Ausbildungsduldung bei uns im Landkreis, wir haben eine durchaus erklägliche Anzahl an Azubis im Moment, gerade im Oberallgäu, die in der Ausbildungsduldung sind. Wir haben auch eine Beschäftigungsduldung. Und natürlich ist aber immer die Frage, wenn es um diese Frage nach dem Einwanderungsgesetz geht, können wir die Menschen unterstützen und dazu bewegen, das tatsächlich zu vollziehen, damit sie rechtmäßig einfach auch hier sein können. Und das Thema ist zum einen eben der Pass, der ganz oft nicht beigebracht werden kann. Und das zweite ist eben die Frage nach dem, kann man irgendwie dafür sorgen, dass jemand ins Ausland geht und aber auch wieder zurückkommen kann. Und ich glaube, mit den Vorerfahrungen, und da sind wir bei dem Thema, warum kommen denn die Menschen hierher? Also es gibt viele, viele Vorerfahrungen, die einfach dermaßen schlecht sind, die mit Staatlichkeit einfach überhaupt nichts mehr anfangen können und die auch sehr misstrauisch sind. Und ich glaube, das macht den Dialog sozusagen zwischen Verwaltung und den Menschen, die dann kommen, und natürlich auch den Betrieben, die überhaupt nicht verstehen, was wir hier für Grundlagen haben, mit denen wir arbeiten, extrem schwierig. Und da braucht es viel Kommunikation, viel miteinander reden und natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle auch offene Ohren im Land, aber auch im Bund. Und wenn das gelingt und eben Menschen wie die Kollegin, die dann tatsächlich sich auch bemüht und sagt, ich bin dabei, auch Gruppen sozusagen hier zu unterstützen, dass die wieder zu uns kommen können über das Visum. Und das ist natürlich eigentlich, ja, ich sage es mal, ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch zuvor würde ich gerne nochmal Frau Steiger bitten, dass Sie nochmal über Ihr Projekt Junge Flüchtlinge in der Ausbildung so ein bisschen mehr berichten, was Sie da ins Leben gerufen haben. Einen Satz vorher noch, was mich auch sehr stört, ist, was der Herr Holt vorhin auch gesagt hat, Arbeitgeber werden entmündigt, ja, weil sie können sich gerne den Bewerber aussuchen, den sie gerne hätten. Und wir haben jetzt eine Unternehmerinitiative im Allgäu, wo schon über 40 Betriebe beigetreten sind, die sich jetzt da auch politisch engagieren wollen. Zur freiwilligen Ausreise. Grundsätzlich, also ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen denke ich mir, es gibt nichts Schöneres und Besseres für einen jungen Menschen, wenn er endlich nach 5, 6 Jahren hier ankommen kann. Wenn er auch eine Plastikkarte hat, so einen Ausweis hat, so wie wir, und nicht irgend so ein Lappen, wo noch ein roter Strich durch ist und ein Erloschenstempel drauf oder ungültig noch ins Gesicht gestempelt und so weiter. Das ist für mich einfach wirklich ganz fürchterlich und da leiden die auch sehr drunter. Und es ist halt so, dass oft junge Menschen, die vielleicht ein bisschen anders jetzt ausschauen als wir, öfters kontrolliert werden als vielleicht jetzt die 65- oder 66-jährige Josephine Steiger. Und das sind Erfahrungen. Und deswegen wäre dieses Visumsverfahren, wo die wirklich dann halt einfach hier legal leben dürfen, durchaus eine gute Geschichte, wenn wir es nicht schaffen, politisch wirklich zumindest so eine Altfälle-Lösung. Das verstehe ich nicht. Warum kann man nicht hergehen und sagen, alle Altfälle, ja, und die eben hier sind, die kommen jetzt in den Genuss, die haben sich das auch verdient und zukünftig machen wir es halt dann so, wie es jetzt vom Gesetz vorgesehen ist. Also so eine Art Begnadigung nenne ich das jetzt mal. Entschuldigen Sie dieses Wort. Zur freiwilligen Ausreise. Es ist ein wahnsinniger Aufwand für alle Beteiligten und ich bin nach wie vor der Meinung, es schafft ein junger Mensch alleine nicht, weil das geht schon am Flughafen an, mit der Sprache oder vorher schon mit dem Ausfüllen von
von diesen Anträgen. Ich habe heute mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der war auf dem Gymnasium sogar, Payam heißt er, und sein Gymnasiallehrer wollte die Online-Anträge ausfüllen, damit er einen Termin bei der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi bekommt und die Online-Anträge für das indische Konsulat in München. Es ist beiden nicht möglich gewesen, diese Anträge auszufüllen. Und deswegen, wenn wir so lapidar einfach sagen, ja, fliegt es halt mal aus, macht es die freiwillige Ausreise und dann kommt sie wieder, dann bitte ich jeden mal darum, einmal sowas durchzuführen, dann weiß man nämlich, von was man spricht. Und da hängt so viel dran an Formularen und natürlich auch an Menschen, die diesen jungen Menschen begleiten, und zwar begleiten zum indischen Konsulat und auch begleiten zur Deutschen Botschaft. Das sind ja überwiegend junge Menschen immer noch, also auch nicht, und dann oft sprechen sie natürlich auch nicht Englisch. Und sowas ist unzumutbar. Auch vom Finanziellen her ist es zum Teil sehr schwierig, weil wenn wir sie nicht arbeiten lassen und nicht Geld verdienen lassen, woher sollen sie denn dann die freiwillige Ausreise auch finanzieren? Wenn ich mitkriege, wie viele Ehrenamtliche von diesen Jungs jetzt hier dieses Geld auch leihen oder auch schenken, je nachdem, dann geht's nur so. Deswegen, wenn diese freiwillige Ausreise weiterhin nötig sein soll, dann bitte vielleicht wirklich, wie Sie es auch gesagt haben, Herr Holt, vielleicht auch in Istanbul. Ich habe mit Unterstützung von der Ausländerbehörde, von Ihnen, Frau Bayer-Müller, einen jungen Mann, einen Afghanen aus Istanbul wieder zurückgeholt. Und das ist gut gelungen. Und er ist jetzt in Oberstdorf und macht seine Kochausbildung und ist glücklich. Der Weg ist nicht so weit und vor allem ist die auch die Botschaft nicht so überlastet. Wenn es schon sein muss, dann bitte doch hier bei uns irgendwo und nicht 12 Stunden Flug. Das andere Problem im Moment ist, und das ist das, was ganz schlimm ist für mich, weil dieser Druck da ist. Wir sprechen hier von Corona, von Lockdowns, von der Pandemie. Ich kann das nicht mehr hören hier bei uns. Und gleichzeitig sollen jetzt diese jungen Leute nach Indien fliegen. Ja, das ist so absurd. Wir werden das tun. Wir fliegen am 10. August. Und wir kommen, so Gott will, auch wieder gut zurück. Aber was ist das für eine Belastung für diesen einzelnen jungen Menschen und für alle, die den begleiten. Auch für mich, ich habe auch Sorge, weil diese Flüge sind jetzt 3-mal verschoben worden. Das ist Wahnsinn. Jedes Mal, oh, jetzt können wir wieder nicht fliegen. Die Betriebe, wir müssen auch an unsere Unternehmen denken. Die Unternehmen müssen ja auch mit Urlaub, mit dem Ganzen planen. Also ich meine, das ist ja nicht immer so einfach. Dann läuft wieder die Duldung ab, dann muss die Duldung wieder verlängert werden. Das ist so eine irre Unsicherheit auf allen Seiten. Also da müssen wir etwas effizienter machen und die Hürden einfach abbauen. Und wenn die Hürden abgebaut werden könnten, wäre es durchaus ein Weg, auf alle Fälle der bessere Weg, als sie abzuschieben in ein Land, wo wirklich jeder Tag der Horror abgeht. Und keine Stunde wünschen wir uns da. Und wir, also wirklich, und das in unserem schönen Bayern, ja, also wirklich, ich bin manchmal richtig zornig, wütend und auch wirklich oft traurig und oft fühle mich ohnmächtig. Ich bitte einfach, bitte machen Sie da, versuchen Sie da alles, dass es andere Wege gibt, um diese Menschen endlich hier in Frieden leben, arbeiten zu lassen und eine Ausbildung machen zu lassen. Ich unterstütze das gerne. Ich würde liebend gerne vermitteln. Wir haben im Oberallgäu in einem der schönsten Hotels 20 offene Ausbildungsplätze. Sollen wir die unbesetzt lassen? Auf gar keinen Fall.